Hallo Leute, mein Name ist Ulf von Fotoprofi und heute schauen wir uns in einem ersten Hands-on-Video die neu vorgestellte Olympus OMD EM10 Mark IV an und besprechen, welche Neuerungen es zum Vorgängermodell EM10 Mark III gibt und für wen sich die neueste Kamera aus dem Hause Olympus lohnen kann. Außerdem zeige ich euch das sehr interessante, leichte und kompakte Super-Teleobjektiv von Olympus, das neue 100-400 f5-6,3 IS. Legen wir los mit dem Kameragehäuse. Die Olympus OMD EM10 Mark IV ähnelt rein äußerlich stark dem Vorgängermodell EM10 Mark III, was in diesem Fall als positiv zu werten ist, denn das Gehäusedesign der OMD-Serie ist seit Beginn an dem Retro-Stil an die analogen Olympus OM-Kameras angelehnt und macht für viele Fotografen gerade den Reiz aus. Dennoch wurde an einigen Punkten noch weiter optimiert, so wurde der Handgriff komplett neu entwickelt und die Kamera liegt dadurch noch einmal angenehmer in der Hand als die Vorgängermodelle. Die Tasten und Einstellräder am Gehäuse wurden ebenfalls teilweise neu angeordnet und platziert, um eine noch intuitivere Bedienung der Kamera zu gewährleisten, was meiner Meinung nach insgesamt echt gut gelungen ist. Jedoch ist das ein eher, sage ich mal, subjektiver Punkt und sollte von jedem selbst beurteilt werden. Durch den verstärkten Einsatz moderner Kunststoffe wurde auch das Gewicht des Gehäuses auf ein Minimum reduziert und liegt nun bei 383 Gramm. Zudem ist die OMD EM10 Mark IV die bisher kleinste OMD-Kamera, die je gebaut wurde und lässt auch die Konkurrenz in dieser Kameraklasse fast schon groß und schwer wirken. Durch das geringere Gewicht und die kompakte Bauweise kann man die EM10 Mark IV wirklich immer und überall dabei haben und den ganzen Tag auch in der Hand halten, ohne dass es anstrengend wird. Ein Nachteil des geringen Gewichts ist aber, dass sich das Gehäuse beim ersten in die Hand nehmen nicht mehr ganz so wertig anfühlt wie die Vorgänger. Durch die Gewichtsreduktion eignet sich die EM10 Mark IV auch für längere Videoaufnahmen aus der Hand und könnte auf diese Weise auch ausgezeichnet als Vlogging-Kamera fungieren. Dies wird noch deutlicher, wenn man sich das Display anschaut. Es ist nun im Gegensatz zu den Vorgängermodellen komplett nach unten in Vorderrichtung ausklappbar, sodass man sich während der Aufnahme immer selber im Blick hat. Ein Kritikpunkt für uns wäre aber, dass das Display natürlich nach unten ausklappbar ist. Bedeutet, wenn ich die Kamera zum Beispiel auf einem kleinen Tischstativ adaptiert habe, es teilweise natürlich meine Sicht versperrt. Das ist zum Beispiel bei anderen Kameras wie auch der EM5-Serie oder der EM1-Serie von Olympus deutlich besser gelöst. Positiv zu bewerten ist, dass Olympus bei der neuen EM10 Mark IV nun auch die Möglichkeit bietet, den Akku in der Kamera per USB-Kabel aufzuladen. Diese Funktion hat sich in der Praxis bei vielen anderen Kameras schon oft als sehr nützlich erwiesen, gerade dann, wenn man viel draußen unterwegs ist. Kommen wir nun zum Bildsensor der neuen Olympus OMD EM10 Mark IV. Hier setzt Olympus auf einen altbewährten 20 Megapixel LiveMOS-Sensor, der schon in zahlreichen anderen Modellen zum Einsatz kam. Mit dem 20-Megapixel-Sensor in Verbindung mit dem TruePic 8 Bildprozessor bekommt man detailreichere, klarere Aufnahmen mit einem für diese Sensorgröße ordentlichen Rauschverhalten und wirklich guten Werten im Dynamikumfang. Was für Aufnahmen mit der Kombination aus 20-Megapixel-LiveMOS-Sensor und dem TruePic 8 Bildprozessor möglich sind, hat die Olympus OMD EM1 Mark II schon eindrucksvoll bewiesen. Ob die Abstimmung hier genauso gut gelungen ist, müssen die Labortests zeigen. Hier verzichtet Olympus auf die Phasenerkennungssysteme auf dem Bildsensor und verlässt sich voll auf die Leistung des Kontrastautofokus. Dieser ist aber durch die Verwendung eines neuen Algorithmus spürbar schneller geworden und kommt damit schon fast an die Geschwindigkeit eines Phasenerkennungs- bzw. Hybridsystems heran. Auch die Gesichts- und Augenerkennung wurde durch den neuen Algorithmus nochmals verbessert und läuft nun präziser und flüssiger als bei den Vorgängern. Eine weitere Verbesserung der neuen Olympus EM10 Mark IV im Vergleich zu Mark III betrifft den sensorbasierten 5-Achsen-Bildstabilisator. Hier konnte der Effekt der Stabilisierung um eine halbe Blendenstufe von 4 bei der Mark III auf 4,5 Blendenstufen gesteigert werden.
Wie sich das in der Praxis auswirkt, gerade auch beim Filmen, müssen wir abwarten, da uns zu diesem Zeitpunkt nur ein Vorserienmodell für das Hands-on zur Verfügung steht. Olympus richtet sich mit der brandneuen OMD EM10 Mark IV speziell auch an die Vlogger und an die Videografen. In dem Zusammenhang schauen wir uns jetzt nochmal genau die Videoqualitäten der Kamera an. Sie nimmt Videos bis zu 4K Auflösung mit wahlweise 24, 25 oder 30 Vollbildern in der Sekunde auf für maximal 29 Minuten und hält das Bild dank der Kombination aus sensorbasierten und digitalem Bildstabilisator ruhig. Das ist natürlich beim Vloggen wie auch der verbesserte Gesichts- und Augenautofokus sehr wichtig, da hier oft während des Gehens gefilmt wird und dies ohne Bildstabilisierung zu stark verwackelte Aufnahmen geben würde. In Full HD Auflösung kann die EM10 Mark IV bis zu 60 Bilder pro Sekunde aufnehmen und will man Zeitlupen mit 120 Bildern pro Sekunde filmen, muss man die Auflösung auf 720p herabsetzen. Fürs Filmen und Vloggen wäre ein Anschluss für ein externes Mikrofon, muss man wirklich sagen, sehr wünschenswert gewesen. Das gibt es bei Olympus aber erst ab der EM5er-Reihe, wie auch das für diesen Anwendungsbereich praktische seitlich ausschwenkbare Display. Hier ein kleiner Hinweis, wenn es um Vlog-Kameras geht und wenn ihr nicht auf einen externen Mikrofonanschluss oder einen seitlich ausklappbaren Monitor verzichten wollt, wir haben zwei Videos für euch gemacht, einmal zur Sony Vlogkamera ZV-1 und zur Panasonic G110, die verlinken wir euch gerne oben rechts. Schauen wir uns nun das neue Olympus Super Tele 100 bis 400 mm f5 bis 6,3 IS Objektiv an. Es ist mit einem Gewicht von nur 1120 Gramm ohne Stativadapter und gerade einmal einer Länge von ca. 20 cm für ein Super Tele Objektiv wirklich kompakt und leicht. Dabei spendiert Olympus dem neuen Objektiv einen sehr schnellen und präzisen Autofokusmotor und die wetterfeste Abdichtung der Objektive aus der hauseigenen Pro-Serie. Damit eignet sich das Objektiv auch für den zuverlässigen Einsatz im rauen Naturfotografie-Alltag und bietet über den gesamten Brennweitenbereich scharf und detailreich ab. Durch die kurze Naheinstellungsgrenze von 1,3 Meter über den gesamten Zoom-Bereich gelingen mit diesem Objektiv auch erstaunlich gute Makroaufnahmen. Dies lässt sich durch die Verwendung der Telekonverter MC14 und MC20 noch einmal auf die Spitze treiben. Hier kommt man mit dem MC20 auf eine Brennweite von umgerechnet aus Kleinbild 1600 mm. Um bei diesen extremen Brennweiten aus der Hand noch möglichst verwacklungsfreie Aufnahmen zu erhalten, verbaut Olympus in diesem Objektiv einen effektiven Bildstabilisator, der bei 400 mm einen Verwacklungsschutz um 3 Blendenstufen verspricht. Kommen wir nun zum Fazit und der Einschätzung, für wen sich die neue Olympus OMD EM10 Mark IV bzw. das neue Olympus 100 bis 400 mm Objektiv lohnen kann. In der vierten Auflage dieser Kameramodellreihe, die den Einstieg in das Olympus OMD-System darstellt, hat Olympus einige Verbesserungen und Funktionen aus den Erfahrungen mit der gesamten OMD-Kamerafamilie integriert. Erfreulich ist, dass Olympus wirklich auf die Wünsche und auch die berechtigten Erwartungen von den Fotografen wie auch den Videografen eingegangen ist. Dabei wirkt die EM10 Mark IV zum Vorgängermodell wie eine sinnvolle Modellpflege anstatt eine revolutionäre Neuentwicklung. Da jedoch an vielen Stellen durchaus praxisrelevante Verbesserungen umgesetzt wurden und teilweise interessante Funktionen in einem kompakteren und vor allem leichteren Gehäuse verfügbar gemacht wurden, bleibt auf jeden Fall ein positiver erster Eindruck. Doch für wen kann sich die Anschaffung der neuen Olympus OMD EM10 Mark IV lohnen? Die Kamera richtet sich vor allem an den Einsteiger in die Foto- und Videografie und liefert dabei eine solide Bildqualität in einem kompakten und leichten Gehäuse, das zudem mit Liebe zum Detail im Retro-Design stark an die analogen OM-Spiegelreflexkameras erinnert. Durch die verbesserte Ergonomie und Konnektivität der EM10 Mark IV wird diese nun auch für Vlogger interessant, wobei meiner Meinung nach hier ein seitlich ausschwenkbares Display und ein externer Mikrofoneingang wirklich schön gewesen wären. Natürlich muss man sich fragen, wenn man jetzt zum Beispiel eine EM10 Mark III hat oder 2, ob sich die angesprochenen Vorteile oder Unterschiede
sich für die eigene Art der Fotografie und Videografie wirklich positiv durchsetzen. Und wenn Sie das tun, ist die M10 Mark IV auf jeden Fall eine lohnenswerte Alternative. Wenn ihr euch entschließt, dieses Upgrade zur M10 Mark IV zu gehen, gibt es von Olympus aus diesem Grund eine tolle Alt gegen Neu Aktion, um den Umstieg von der EM10 Mark III auf die neue Mark IV noch schmackhafter zu machen. Das Olympus 100 bis 400 mm IS Objektiv zeigt sich als sehr vielseitiges und dennoch leichtes und kompaktes Super Tele Zoom Objektiv, das schnell und präzise reagiert und dank der kurzen Naheinstellungsgrenze besonders in Kombination mit dem Olympus MC20 Telekonverter auch im Bereich der Makrofotografie viele neue und interessante Möglichkeiten eröffnet. Besonders hervorzuheben ist außerdem das robuste und professionell abgedichtete Objektivgehäuse, welches dieses Objektiv zu einem zuverlässigen Begleiter in der Natur wie auch der Outdoor-Fotografie macht. Einzig die Lichtstärke des neuen Objektivs ist nicht überragend, wobei man diesen Kompromiss für die kompakte und leichte Bauform eingehen muss. Das Objektiv kann sich also für alle Fotografen lohnen, die gerne Wildlife- und Naturfotografie auf einem gehobeneren Level betreiben, aber dabei nicht allzu schwer schleppen wollen. Durch die neuen Möglichkeiten im Makrobereich ist es ebenso für Makrofotografen eine Überlegung wert. Und gerade wer schon das Olympus Zoico 75 bis 300 mm Objektiv benutzt, kann beim Upgrade von der angebotenen Eintauschprämie profitieren. Die neue Olympus OMD M10 Mark IV wird ab Ende August bei uns in den Ladengeschäften als reines Gehäuse und im Set mit dem 14 bis 42 mm Objektiv verfügbar sein. Das Gehäuse liegt zum Start bei 699 Euro. Das Set mit dem M-Zoico 14 bis 42 mm EZ Pancake Zoom Objektiv bei 849 Euro. Außerdem wird es direkt zum Start beim Kauf der neuen Kamera von Olympus und gleichzeitiger Inzahlungnahme einer gebrauchten M10er Kamera 1 bis 3 eine Eintauschprämie in Höhe von bis zu 200 Euro geben. Das Olympus Super Tele 100 bis 400 mm wird zu einem Preis von 1299 Euro zu haben sein. Beide Produkte, das Tele wie auch die Kamera, werden voraussichtlich Mitte, Ende August bei uns in den Ladengeschäften verfügbar sein. Auch hier gibt es direkt zum Start eine Trade-in-Aktion von Olympus. Wenn man sein altes Olympus 75 bis 300 mm Objektiv in Zahlung gibt, bekommt man dabei eine Eintauschprämie in Höhe von 200 Euro. Natürlich könnt ihr auch diese Kamera und das Objektiv sehr gerne bei uns in den Geschäften selbst ausprobieren und euch euer eigenes Bild von ihren Qualitäten machen und so herausfinden, ob es die richtige Kamera bzw. das richtige Objektiv für euch ist. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis bald. Wir sehen uns.